wer kommt denn da, wer ist die blonde Dame? Die kenn ich doch, die kenn ich doch, wie war doch gleich der Name? Ach, jetzt fällt's mir wieder ein, ich traf sie gestern Nacht, doch leider nicht allein. Ich weiß etwas, mein Fräulein wollt sie raten, der Wind hat mir ein Lied erzählt von ihren Heldentaten. Na, und jetzt sind sie gespannt, doch ich verrate nichts, ich sage nur galant. Gnädige Frau, wo waren Sie gestern? Sie waren aus mit ihren Schwestern. Man hat sie leider nachts gesehen, verstehen Sie nun. Gnädige Frau, das sind schon Sachen, Sie brauchen gar nicht so zu lachen. Mit solchen Schwestern auszugehen, das dürfen Sie nie wieder tun. Die Schwestern waren nämlich Brüder und hießen Hans und Frieda. Sie schenken ihnen weißen Flieder und waren in Flirten sehr geübt. Gnädige Frau, wo waren Sie gestern? Wer glaubt das Märchen von den Schwestern? Wenn man so aussieht, wie sie aussehen, dann ist man seit gestern verliebt. Das kommt davon, da hat man Beschwerung. Es diene ihnen in diesem Fall in Zukunft als Belehrung. Schluss jetzt mit den Schwindeleien, denn immer wenn man lügt, dann fällt man schrecklich rein. Sie weinen ja, das find ich aber schaurig. Sie machen ja mit ihren Tränen alle Leute traurig. Aus, bei uns wird nicht geweint, das Lied war nur ein Scherz und gar nicht so gemeint. Gnädige Frau, wie war das eigentlich, Schwester? Ach ja, sie waren aus mit ihrer Schwester. Und niemand hat sie nachts gesehen. Verstehen Sie nun. Gnädige Frau, Sie können ruhig wieder lachen. Das sind ja keine schlimme Sachen. Und mit Ihrer Schwester auszugehen, das können Sie ruhig wieder tun. Sie waren ja schließlich in Familie mit Irmgard und Ottilie. Sie trugen eine weiße Lilie und waren um elf vor ihrer Tür. Gnädige Frau, so war es gestern, doch jetzt ist Schluss mit ihren Schwestern. Und wenn sie heute wieder ausgehen, dann tun sie es bitte mit mir. Dann tun sie es bitte.